Hi, willkommen zu Ein Stick mit mir. Mal wieder am Chatelain. Es ist wieder Kreuzstickzeit. Ihr wisst ja, ich habe hier so meine bestimmte Reihenfolge, die ich gerne abdrehe. So, jetzt muss ich mal gucken. Das passt nämlich nicht. Momentos. Jetzt passt's. Okay. Ja, wie ihr leider hört, bin ich wahrscheinlich etwas erkältet. Ich bin ja aus dem Urlaub wiedergekommen, war dann gleich krank. Da hatte ich erstmal eine Blasenentzündung. Und ich muss jetzt ab und zu mal meine Nase stauben. Weil sonst höre ich mich an wie so eine Ente. Momentos. So. Entschuldigt. Ja. Das passt so. Das passt so nicht. Okay, Momentus. Das ist die falsche Seite. Okay, egal. So. Ein bisschen am Chatelain. Da guckt ihr eigentlich gerne zu. Das habe ich schon gemerkt, dass ihr gerne die Chatelains-Videos anguckt, weil diese Chatelain-Videos nicht so viel gibt. Aber ich mache mit euch meistens keine Spezialstiche. Hat aber auch seine Gründe, weil du brauchst ja echt Concentration, dass das passt. Und hier in der Mitte, wie ihr seht, da unten seht ihr es ja. Da, wartet. Da. Können aber ein bisschen rüber gehen. Also hier. Und ja auch schon die ersten Perlen drauf. So. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann natürlich eine Blasenentzündung nach dem Urlaub. Und mein Mann hatte auf einmal die Grippe. In der Woche, wo ich jetzt zu Hause war, habe ich mich natürlich auch bei meinem Mann angesteckt. Jetzt bin ich schon die zweite Woche krank mit einer fetten Grippe. Ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. Wenn ich schon nicht arbeiten gehen kann, dann habe ich immer zeitweise gestickt und ich muss dazu sagen, dass ich so viel gestickt habe, dass ich auf jeden Fall einen Stickstank hier rausbringen kann in den nächsten paar Tagen. Also wenn dieses Video draus ist, kommt danach ein Stickjunkie wahrscheinlich. Ich habe ab Chatelaine noch nicht viel weiter gemacht, das habe ich jetzt erst rausgeholt. Aber allem anderen, was ich so vorgenommen habe, habe ich weitergemacht. Das läuft. Es läuft alles. Das ist schon mal praktisch. So, jetzt brauche ich da zwei. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Damit das hier passt. Was ich hier gerade verstecke, ist Waterlily. Das ist halt ein Garn, ne? Das kann man mit normalen Garn nicht vergleichen. Das kannst du nicht mit DMC-Garn vergleichen. Das ist was ganz anderes. Weil, wie ich schon oft gesagt habe, diese Garne sind auch dementsprechend teuer. Sie kosten dementsprechend auch ganz schön viel Geld. Ich weiß gar nicht, das Waterlily kostet mich wohl so, ich glaube so zwischen 6 und 8 Euro, die Docke.
Dazu muss ich sagen, dass bei Waterlily keine 6 Stränge, sondern 12 Stränge drauf sind. Also 12. Also das sieht man, glaube ich, dass das mehr als 6 Stränge sind. Wenn man da richtig hinguckt. Deswegen kommst du auch wesentlich weiter mit. Es sind 12 Yards. 5,5 Meter. Also, du kriegst auch das Doppelte raus. So, ich muss irgendwie gucken, dass ich vielleicht einen Fokus reinkrieg. Weil sonst habt ihr ja dauernde Probleme. So, brauche ich eins. Dass der Autofokus andauernd rausspringt. Und das wollen wir ja nicht, ne? So. Nur kurz überlegen, wie ich jetzt weitermache. Okay, dann machen wir hier jetzt eins weiter runter. Ah, seht ihr da? Irgendwo bin ich jetzt falsch. Ich sticke die ganze Zeit falsch. Das ist natürlich toll, ne? Da könnt ihr mir jetzt beim Aufmachen wieder zugucken. Ich sticke in die falsche Richtung. Mein Deckstich stimmt nicht. Das sieht man hier. Der Stich und der Stich sind. Der Deckstich ist in der falschen Richtung. Das ist schlecht. Bei jedem anderen Projekt hätte ich jetzt gesagt, okay, mir egal. Aber beim Chatelain sollte es schon perfekt sein. Weil der Chatelain ist ja auch schon teuer genug. Man muss da. Da möchte ich schon Perfektionismus haben. Also auf eine Art. Also ich passe jetzt nicht auf, dass der Deckstich sowas von sauber liegt. Also das mache ich überhaupt nicht. So wie es kommt, kommt es halt. Also müssen wir wieder alles aufmachen. Gott sei Dank habe ich das so frühzeitig gemerkt, nicht, dass ich hier weiter gestückt hätte und hätte gar nichts gemerkt, ne? Wäre ja auch blöd. Der oder der? Der. Okay. Der oder der? Okay. So, jetzt muss ich gucken. So, dann fangen wir halt von vorne an, ne? Nicht zu ärgern ist nur zur Übung, ne? So, fangen wir neu an. Ah, da ist ja noch einer, siehst du? Aber der Stich stimmt schon wiederum. Okay, so, jetzt aber. Jetzt aber. Ich habe festgestellt, dass ich auch Umrandungsstiche vergessen habe. Da unten, bei dem hier, fehlen die Umrandungsstiche. Man sieht es auch sehr schwer auf der Vorlage. Also diese gestrichene Linie hier, die außenrum ist, seht ihr es? Ist nochmal ein Backstich. Genauso wie hier. Auch ein Backstich. Aber das sieht man sowas von schwer. Wenn man da ein bisschen weiter weg geht, da sieht man das Gestrichelte fast schon gar nicht.
Also es ist schon teilweise sehr schwer zu lesen, finde ich. Genauso wie der Kreis selber jetzt wohl auch einen Backstich kriegt. Aber da bin ich ja noch lange nicht so weit, dass ich da überhaupt irgendwelche Backstiche machen könnte, ne? Also, man muss bei den Vorlagen echt genau gucken, wo hier Backstiche sind und wo nicht, ne? So. Na komm, Baby. So, jetzt passt's aber. Na? Er will nicht. Ja, auf jeden Fall liege ich momentan flach. Aber gut, ist wie es ist. Man muss das Beste draus machen. Wenn ich jetzt nachher das Video abgedreht habe, werde ich wahrscheinlich mich wieder hinlegen. Weil es kostet doch sehr viel Kraft, sich in den Stuhl zu hauen und zu sticken, man das Hirn anstrengt und man merkt einfach, man ist total, ja. Platt, leer, kaputt. Alles, was so ein bisschen mit Kopf zu tun hat, ist momentan nicht so einfach. Krank halt, ne? Krankheit. Nein, ich habe kein Corona. Ich habe eine stinknormale Grippe. Ganz ehrlich, Leute, ich hatte noch nie Corona. Ich kann euch gar nicht sagen, wie Corona ist. Und ich will es auch nicht feststellen. Vielleicht gehöre ich zu denjenigen Leuten, die kein Corona kriegen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ich kann gut drauf verzichten. Die Grippe ist mir schon schlimm genug, das langt mal. Ihr merkt schon wieder, dass die Nase voll ist. Ich bin schon wieder am Hochziehen hier. Entschuldigung. Ich war letzte Woche richtig froh, dass ich am Freitag schon Videos vorgedreht hatte. Weil letzte Woche wäre ich überhaupt nicht imstande gewesen, überhaupt irgendwas in der Form zu drehen. Und ich dann trotzdem ein Video rausgebracht gekriegt habe. Und dann hier eins, oder? Jo. Machen wir da auch eins hin. Ah ja, das passt schon wieder nicht. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den Rückstich machen kann. Doch, passt super, Gott sei Dank. Manchmal geht das nämlich nicht und dann musst du den ganzen scheiß Faden wieder abziehen. Und muss von vorne anfangen. So, da. Und dann darüber. Jetzt passt's. So. Habe ich gemacht. Da könnte man jetzt eins runtergehen, aber da müsste ich drei überspringen. Ja. Das lassen wir mal. Nein, warte, 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 warte. Ich muss da rein. Ja.
Naja, egal, ich hätte jetzt auch weiter vorne weitermachen können. Ja, das Chatelaine ist halt was ganz Besonderes, sage ich jedes Mal, wenn ich da dran sitze. Und er stückt sich auch viel geiler, Leute. Also es ist einfach ein Traum, auch mit diesen Garn zu sticken. Ich verstehe auch immer mehr Leute, wieso sie manche Projekte nur noch mit Sondergarn sticken, weil es ist halt dann doch schon was ganz anderes. Als DMC oder CXC Garn, wenn jemand nicht weiß, was ich damit meine. DMC sind unsere stinknormalen DMC Garne und CXC sind die China Garne. Und diese Garne, die ich hier benutze, jetzt zum Beispiel, sind Waterlilies und Gloriana Garne. Glitzergarne von Petit. Das sind die Silbergarne. Richtig schöne, geile Silbergarne. Glitzergarne und Iris Denki heißt das andere, glaube ich. Das Gloriana. Und das müssten die Iris sein. Denki Days. Das sind auch handgefärbte Garne. Aus der USA habe ich die bestellt. So, jetzt wartet mal. Ah ja, gut, dann nehmen wir erstmal so weiter. Und ich stecke, wie ihr seht, das Chatelaine 2 über 2. Empfohlen ist es für dieses hier 32 Account oder 28er, glaube ich. Ja, 28 Account, also 14er, oder wenn ihr 2 über 2 steckt, ist es dann bei 32 16 Account. Und beim 18er wären 14 Account. Weil ihr das jetzt 2 über 2 steckt, steckt ihr jetzt kein 32er, ne? Also, warum macht man das? 32, umso kleinmaschiger das Gewebe. Bei einem Chatelaine zum Beispiel bleibt relativ viel Fläche übrig. Und wenn das dann so grobmaschig ist, man die Löcher sehen kann und so grobmaschiger das ist, kannst du ja dann irgendwann mal, kannst du da richtig durchgucken wie so ein Sieb. Und das möchte man bei Chatelaines einfach nicht. Wenn man dann schon so besondere Garne hat, dann sollte man auch ein feines Mesh nehmen. Eine feine AIDA oder. Das hier ist jetzt ein Gloriana, sage ich schon, ein Zweigard Leinen. Und in so leichtem angehauchten Orange. Ihr wisst ja, ich habe ja das nächste Chatelaine schon in der Mache, also. Es ist bestellt. Die Garne sind alle schon bestellt. Es ist einfach nur noch Warten angesagt für mich.
weil immer noch die Glorianergarne eine Wartezeit zwischen 3 und 9 Monaten haben. Aber gut. Ich kann warten. Ich habe gleich das komplette Paket bestellt. Bei der Seite. Und ich muss nur warten, bis es dann da ist. Und dann habe ich alles da für mein. Das ist Scotland Mandala und ich habe ja jetzt noch das Irish Mandala gekauft. Da muss ich echt mal Fotos machen, dass ich euch die mal zeigen kann. Aber da habe ich ja eigentlich mal vor kurzem, da habe ich das mal gezeigt, welches das wird. Und es ist, glaube ich, wesentlich größer als das hier, was ich hier mache. Obwohl ich das schon sehr groß finde. Also ich glaube, das hat 40 mal 40, dieses Mandala. Chalelet macht übrigens nicht nur Mandalas. Chatelaine macht auch normale Zempler-Sachen mit besonderen Garnen und da müsst ihr einfach mal bei Chatelaine vorbeigucken. Also man muss nicht in die Mandala-Form gehen. Ich mache die Mandala-Form ganz einfach, weil ich sie am schönsten finde. Sie haben auch die Zempler-Form, wo du dann Spezialgarne mit besticken kannst. Wer da echt mal reingucken möchte, geht einfach unter www.chatelaine.de, glaube ich. Und geht bitte auf die Original-Chatelaine-Seite und kauft euch die PDF. Ihr braucht beides. Ihr braucht die Schwarz-Weiß-PDF. Eigentlich ist die bunte PDF eigentlich am wichtigsten. Also die bunte ist die hier. Die bunte PDF. Ihr kriegt beides zugeschickt. Ihr kriegt diese bunte zugeschickt. Es ist einfach wichtig, dass ihr seht, welche Garne ihr benutzen müsst. Dadurch die Schwarz-Weiß siehst du das Gestrichelte nicht, welche Farbe das ist. Es ist wichtig, dass ihr die bunte auch habt. Ganz einfach. Ich finde das extrem wichtig. Also. Nimmt den Tipp bitte an, spart nicht an dem Geld. Kauft euch bitte die PDF im Original bei Chatelaine. Es ist einfach wichtig. So, jetzt habe ich das und dann noch ein Dado. Weil ihr beißt euch zu Tode, wenn ihr. Ich habe nämlich bei dem ersten jetzt ja auch den Fehler gemacht, dass ich die Chatelaine bei Etsy gekauft habe und sie mir eine Schwarz-Weiß-Kopie zugeschickt haben. Und bei einer Schwarz-Weiß-Kopie, wenn es dann unter euch solche Sachen geht, hier diese Backstiches, wie willst du das sehen? Das siehst du nie im Leben bei einer Schwarz-Weiß-Kopie. Da sehe ich wenigstens, okay, ah ja, ich muss da auf jeden Fall Umrandungsstrich machen. Ich muss dann gucken, welche Farbe das ist. Und ja, genauso wie da. Ne? Das habt ihr bei einer Schwarz-Weiß-Vorlage einfach nicht. Also wie gesagt, bitte Leute, kauft euch die PDF direkt bei Chatelaine. Ihr kriegt dann beides, ihr kriegt die Farbvorlage und die Schwarz-Weiß-Vorlage. So, jetzt
Jetzt habe ich hier dreimal. Können wir da unten gleich hingehen? So, in diesem Sinne werde ich jetzt mein Video auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bleibt gesund, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss.